Ja, hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer David. Herzlich willkommen zu einer neuen Workshop-Serie, die da heißt: Wie imitiere ich die Rhythmus-Section einer Blaskapelle auf dem Schlagzeug? Wie ihr wisst, habe ich letztens das Video Chingarasa, 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 Boom hochgeladen und ich habe auch ein Video hochgeladen, das nennt sich Alles über den Presswirbel. Das gibt es dort unten in der Beschreibungsbox und auch hier oben, dort könnt ihr euch diese Videos angucken, denn sie werden im Laufe dieser Serie eine sehr wichtige Rolle spielen, denn ich muss dazu einiges und sehr viel erklären und auch zeigen. Deswegen schaut euch mal diese Videos trotzdem an. Und warum wird es eine Serie? Weil heute habe ich wenig Zeit und wie ich gerade eben gesagt habe, ich habe viel zu erklären, viel zu zeigen, denn wenn man ganz ehrlich ist, so einfach wie das aussieht, ist es nämlich überhaupt nicht und deswegen möchte ich euch das alles gerne mal im Detail präsentieren und deswegen wird es eine Serie. Gut, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank, dass ihr so oft meine Videos angeguckt habt. Macht weiter so, ihr seid spitze.